You ready, killer? Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Borderlands 3. Wir schauen heute einfach mal, was farmen wir denn? Oder besser gesagt, wo farmen wir? Was wir farmen, das werden wir uns auch nochmal anschauen. Momentan gucken wir erstmal ganz kurz rein, natürlich, was lohnt sich denn in 2020 zu farmen, nachdem ja nun das Valentinstag-Event zu Ende ist und wir uns wieder neue Orte suchen müssen für Legendaries. Und ein alter Bekannter ist weiterhin ganz, ganz weit oben, finde ich persönlich, auf dem Farmspot, denn die Grabwache ist ja einer der nettesten Bosse letztendlich, keinerlei Immunphasen, das Ding ist halt einfach ruckzuck down und ja, droppt gar nicht schlecht von der Anzahl her, das werden wir gleich sehen. Ich werde hier ein paar kleine Tries machen, dass ihr seht, was da so ungefähr rauskommt, ob sich das Ganze denn lohnt, hier zu machen und ob es sich auch lohnt, nach hinten zu den Kisten zu gehen. Ich muss ganz, ganz offen gestehen, weil die Grabwache wirklich so schnell down ist, dass ich meistens zu faul bin, nochmal durchs Tor zu gehen und dort in die Kisten hineinzuschauen. Aber auch das lohnt sich auf alle Fälle zu machen. Wie gesagt, gerade jetzt, wenn wir noch dabei sind, dass wir neue, ja oder besser gesagt, unser altes Equip in Level 53 Variante hätten, ist die Grabwache auf gar keinen Fall eine schlechte Wahl. Wir sehen es hier, ein schönes Bounty Hunter Mod für Flag. Also Bounty Hunter Mod für Flag ist ja generell immer eine gute Wahl. Das Ding fällt hier, Lucian's Call fällt hier. Also eine Menge, was weiß ich, Nuclear, Jericho, der Raketenwerfer. Also hier fällt recht nettes Zeug. Und wenn wir da hinten mal ganz kurz gucken, ja, da fällt es nicht nur, ne? Hier, schaut mal, der Raketenwerfer, auch der ist wirklich fein. Dann auch noch in der gesalbten Variante mit Gammasalve aktiv. Nett, sehr, sehr nett. Also es lohnt sich auf alle Fälle doch öfter mal auch den Schritt zu wagen hier hinten zu den Kisten. Wie gesagt, auch wenn man da, also ich persönlich hier oft zu faul für bin, lohnt sich das, das zu machen. Und ja, vom Chaos-Modus, ihr seht es momentan, ich mache es hier auf Chaos 4. Die anderen Sachen gleich, die ich euch zeige, werde ich auf 1 machen. Einfach nur, der, ja, es ging mir darum, das Video dann doch noch relativ zu einer vernünftigen Uhrzeit heute online zu haben. Und auf einem höheren Chaos-Modus brauche ich halt einfach mit meinem Equip momentan dann doch ein bisschen lange. Und auch hier nehme ich so diese geschälte Variante beim Töten von Grabwache. Man kann natürlich schon mal anfangen mit Damage noch, bevor die erste Rutschphase ist. Aber ich finde, wie gesagt, er geht so schnell runter. Da kann ich dann auch ruhig kurz warten und brauche da nicht, ja, mich zu stressen mit einem Treffer oder wie auch immer. Es passt einfach wunderbar. Da ist er wieder weg. Ich sage ja, Grabwache, wir gucken uns einfach nur mal an, ein paar Mal, natürlich wegen dem Loot, was drin ist. Ich habe das hier auch eng zusammengeschnitten, damit das dann nicht von der Zeit her nicht so viel in Anspruch nimmt. Wie gesagt, wir werden uns heute hier drei Plätze anschauen, wo es sich lohnt zu farmen. Es gibt natürlich noch andere. Oh, ich glaube, da lag gerade schon ein Lucian's Call rum. Fastball haben wir hier. Und eine Lucian's Call, sage ich doch. Ingesalbt, gewährt, Zusatz bei Rack-Angriff, also für Flag eine Salbung. Also Lucian's Call, warte, eine gute Waffe, nicht die beste, nicht die beste, das auch auf alle Fälle nicht, aber eine nette Waffe zum Mitnehmen auf jeden Fall. Einmal Grabwache hauen wir hier noch um, gucken nochmal wieder, was rauskommt. Wir werden natürlich noch auf andere Bosse gucken, die sich lohnen, oder besser gesagt andere Orte, die sich zum Farmen lohnen, denn es müssen ja nicht immer nur Bosse sein, zumal ich finde ehrlich gesagt persönlich so immer Bosse, gerade hier die Grabwache natürlich extrem dröge, so vom Farmen her. Es geht natürlich wahnsinnig schnell, aber die Abwechslung ist natürlich gering. Die Herausforderung ist gering. Da gibt es natürlich schönere Sachen, sich die Zeit zu vertreiben, sage ich mal. Aber wenn es das Loot dann halt sein muss, dann muss man halt, auch hier zugreifen. So, da fällt ja nochmal ein letztes Mal. Schauen wir nochmal rein hier, was wird uns denn hier Gutes geboten an dieser Stelle. Na, obwohl ich habe glaube ich sogar noch ein, zwei noch drauf, sehe ich gerade. Ja, ich hatte nur die, genau, mir ging es hier nur gerade um die Menge der Drops. Einen machen wir noch, weil es so schön ist, weil es so schön schnell geht. Und dann werden wir in den Slaughter-Shaft gehen. Als nächstes. Das ist der Grund auch, warum ich heute das Video gebracht habe, wie ihr denn zu den einzelnen Ringen des Gemetzels kommt. Ganz einfach, weil meine nächste Empfehlung hier gleich wird der Slaughter-Shaft sein. Weil einfach so viele Gegner dort sind, so viele Bossgegner da sind, dass sich das Ding auch richtig lohnt. So, die Grabwache hier nochmal ganz kurz die letzten Schüsse reinsetzen. Logisch natürlich hier mit der Wedding Invitation,
die Sniper ist einfach immer. Die ist einfach immer. Also nutzt die, farmt hier die Grabwache meinetwegen dumm und dusselig. Ganz einfach deswegen, weil die Waffe wird bestimmt bald eine Menge Dampf verlieren. Gehe ich jetzt mal davon aus. So, rüber im Slaughter-Chef. Wie gesagt, Video habe ich euch gebracht, wie ihr hier hinkommt. Das ist jetzt hier gerade aktuell meine dritte Runde. Guckt ruhig so ein bisschen. Ich habe das ganze Loot liegen lassen aus Runde 1 und Runde 2. Also natürlich komplette Runden. Ne? Nicht jetzt eine Ring des Gemetzels Runde, sondern ich habe den Ring des Gemetzels jetzt hier zweimal vorher abgeschlossen. Das ist hier, wie gesagt, mein dritter Durchgang. Und guckt euch bitte mal an, was hier an Legendaries auf dem Boden liegt. Und ich spiele hier nur Chaos Modus 1. Ne? Ist momentan hier gerade überdeckt vom Ticker. Aber das macht halt auch Spaß, finde ich. Das ist einfach viel mehr Spaß hier drin, als natürlich hier gegen, ja, immer wieder einen Boss zu machen. Gut, ich bin jetzt hier momentan natürlich auch, muss ich sagen, vom Damage her wohl ein wenig overpowered auf Chaos 1. Aber das Video sollte halt einigermaßen flott gehen. Und auf Chaos 4 muss ich mir auch ganz schön den Arsch wund kämpfen, so nenne ich es einfach mal, weil mein Equipment da noch lange nicht ausreichend für ist, um da wirklich ganz easy peasy durchzumoschen. Ich werde es gleich mal testen, ob es ausreichend ist, glaube aber nicht. Aber schaut euch an, natürlich, wenn ihr ein bisschen Schaden macht und das Ganze dann auf Chaos 1 spielt, selbst dann gibt es wirklich schon richtig, richtig fett Loot, was ihr mitnehmen könnt. Natürlich wird die Anzahl der gesalbten Varianten des Loots, denke ich mal, geringer sein, obwohl, wenn ich hier mal so ein bisschen drauf schaue, da ist auch schon eine Menge gesalbtes Zeug hier mit dabei bei dem Loot. Wir werden gleich mal hier ein bisschen durchgehen. Ihr macht natürlich hier auch wahnsinnig gute EP, ne, für Wächterränge, wenn es das denn sein soll. Oder, oh, da war schon wieder eine Million dabei. Oder aber halt, ihr macht halt auch einfach viel, viel Loot und sprich viel, viel Geld, wenn ihr noch irgendwie die Bankfächer weiter aufrüsten müsst, wollt, dann gibt es hier natürlich Geld ohne Ende, wenn man das hier mal, ja, so ein paar Mal aufräumt. Und auch hier natürlich, wie gesagt, hier mit der neuen Sniper zusammen, ist das natürlich eine Sache, die hier Spaß machen kann. Und wie gesagt, man sieht es vom Loot, es lohnt sich wirklich, wirklich massiv, ist jedenfalls meine Meinung hier. Und jetzt, wie man Mobs tötet, Gegner tötet, wisst ihr wohl besser selber. Wir werden jetzt einfach mal reinschauen ins Loot. Ich hatte nur ein bisschen Gameplay drin gelassen, damit ihr einfach seht halt, wie einfach ihr hier halt auch wirklich easy solo bestehen könnt, die ganze Sache machen. Und wenn ihr halt wieder vom Equipment her noch eine ganze Ecke höher angesiedelt seid, als ich das momentan aktuell bin, dann, ja, dann haut noch ein paar drauf. Chaos-Modi, Chaos-Level und die Sache wird noch angenehmer, noch schöner, noch besseres Loot und noch mehr Spaß vor allem, finde ich persönlich. Denn die Bosse-Farm ist dann doch relativ dröge. Aber jetzt haben wir hier genug geredet, jetzt schauen wir einfach mal direkt rein, was denn hier so alles fallen gelassen wurde. So, die Gemetzelschlacht ist auch vorbei. Kiste ist mal wieder relativ dröge, aber auch das ist natürlich bei höheren Chaos-Modi besser. Aber wie gesagt, guckt oben auf die Minikarte, das lohnt sich einfach. Ja, okay, vom den Items her ist es so, dass ich jetzt hier nichts irgendwie großartig gefunden habe, wo ich sage, okay, will ich unbedingt haben. Aber wie gesagt, nur Chaos 1. Und ich denke mal, wenn man hier lang genug durchmischt, wie gesagt, das ist jetzt hier gerade meine dritte Runde gewesen. Also mein drittes Mal, wo ich hier komplett durchgehe. Ich hebe jetzt hier doch die Legendaries auf, damit ich dann weiß, welche wir uns schon gemeinsam angeguckt haben und welche nicht. Wenn ich die liegen lasse, dann weiß ich wieder nicht, oh, haben wir da schon reingeguckt oder nicht. Es ist, wie gesagt, nichts gefallen in der Runde, wo ich sage, oh ja, richtig geil. Da war Grabwache schon vom Loot her besser, finde ich. Vom Loot-Pool her was viel. Allerdings hier noch nicht ausreichend getestet, um da wirklich zu sagen. Ich weiß nur, es ist auf alle Fälle halt ein sehr, sehr, sehr guter Farmspot, der sich wirklich richtig lohnt zu machen. Und der, wie gesagt, vor allem mehr Spaß macht als Boss, 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 Boss down, Boss down, Boss down, Boss down. Und selbst hier in der Variante mit nur Chaos 1 auch einiges angesalbten Loot dabei. Das lohnt sich also auch, das Ganze hier zu machen. Und ja, wenn es nicht nur um Loot geht, sondern wenn es auch um Erfahrungspunkte geht, weil ihr einem Kumpel helfen wollt, weil ihr, keine Ahnung, eure Wächterränge leveln wollt. Und ihr natürlich dann auch den DLC habt, dann habe ich hier natürlich noch eine andere Variante für euch. Und zwar Scrap Trap. Wie gesagt, ihr braucht dann natürlich den DLC, um dahin zu kommen, dass
Lohnt sich dann aber richtig ganz einfach, weil er wahnsinnig easy zu resetten ist. Wir gehen einmal zum Handsome Jackpot. Dann gehen wir zur Presse. Und dann von der Presse, da gibt es nur einen Schnellreisepunkt oder ich habe nur einen freigeschalteten Trash Lentis. Von Trash Lentis seid ihr dann auch sehr, sehr schnell beim Boss. Und der Bosskampf lohnt sich halt EP-mäßig. Wirklich richtig mega fett krass. Um Munition braucht ihr euch auch nie so Sorgen zu machen. Ihr könnt das da eigentlich so lange machen, wie ihr lustig seid. Denn Munition fällt wirklich einfach mehr als genug hier, dass ihr da also wirklich ja, direkt losschlagen könnt. So, angekommen hier in Trash Lentis. Gehen wir mal kurz den Weg gemeinsam. Ist wirklich nicht lang, ist ganz easy peasy gemacht. Einmal hier vorne raus neben diesem roten Schild sozusagen. Dann einmal nur über den Schrottplatz hier laufen. Hier biegen wir gleich rechts ab. Halten uns weiter rechts. Gibt ja auch die Map vor. Bleiben kurz da hängen. Braucht ihr nicht zu machen. Gehört nicht zum Weg dazu, das hängen bleiben. So, da sehen wir oben, wie es leicht nach links weggeht. Da möchten wir auch noch lang. Jetzt haben wir schon 60% des Weges erledigt hier. VIP-Only-Tür, wenn ihr daran vorbeikommt, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. So, ich wechsle hier schon mal auf meinen Cutsman in der Korrosionsvariante. Eine Korrosionswaffe ist natürlich nicht Pflicht, aber macht die Sache einfach schneller. Wir gucken nochmal ganz kurz auf der Map, dass ihr hier seht, wo ich hier angekommen bin. Den Schnellreisepunkt habt ihr auch gesehen. Und hier sind wir im Scrap Trap Nest und hier die kleinen Scrappy Trappies spawnen halt en masse. Also ich meine, wie gesagt, also da gibt wirklich richtig viele. Desto Chaos-Modus, desto EP, die ihr hier natürlich mit nach Hause nehmen könnt. Auch das habe ich hier einfach halt halber kurz mal nur auf 1 gemacht. Vom Loot her, sage ich mal, finde ich persönlich, lohnt es sich gar nicht. Es sei denn, ihr wollt unbedingt noch eine Lucky 7 haben, in einer bestimmten Variante, die droppt hier natürlich ohne Ende. Die Lucky 7, ansonsten ist es lootmäßig wirklich nicht lohnenswert, in meinen Augen. Nur halt, das ist hier wirklich als reiner EP-Spot, wenn ihr halt einen Kumpel habt und sagt, hey, wie, du hast einen neuen Charakter gemacht, den wollen wir mal kurz auf 50 moschen. Ging früher auch schneller, aber ich denke mal, das ist hier aktuell noch der schnellste Weg im Spiel, um Charaktere Power zu leveln oder um Wächterrang zu leveln. Da lohnt es sich wirklich hier hinzugehen. Da kann man dann auch mal vor Unachtsamkeit mal kurz hinfallen. Zum Glück haben wir eine fleißige Spinne dabei, die sich dann sofort um einen kümmert. Also normalerweise stirbt man hier nicht, ne? Wenn man da ein bisschen aufpasst, da war ich ein kleines bisschen abgelenkt oder sonst irgendwie was, keine Ahnung. Und wenn wir dann den Boss gleich down haben, das heißt, wir müssen das dann natürlich den Boss zum Spawn bringen. Aber das Schöne ist halt diese kleinen, ne? Ich meine, das bringt 8.500, 10.000 EP. Das ist jetzt nicht so der Burner. Auf Chaos 4 ist es noch besser, aber die Menge macht halt, ne? Die Menge macht es vor allem natürlich halt auch, das ist echt angenehm, dass ihr einfach so viele Gegner habt. So, wir sehen es, das Nest ist fast leer, der letzte Gegner, jetzt kommt der Boss. Nicht lachen an dieser Stelle, ich lasse mich zweimal voll von den Dingern erwischen. Ein Glück ist es nur Chaos 1, dass es so egal ist. Ne? Bam, da war der Goodie nicht weg. Und das gleiche mache ich gleich nochmal richtig schön. Das ist jetzt gerade genau der erste Versuch, war der grottigste. Was heißt Versuch? Versuchen muss man den Kerl nun wirklich nicht. Der ist wirklich ruckzuck down. Und ich werde es gleich nochmal zeigen, wie er auch schneller down ist. So, und da ist er weg. Und das ist für mich der dritte Spot. Wie gesagt, habe ich als extra als letztes genommen. Ganz einfach, weil ihr ein DLC braucht, um das zu machen. Und weil er halt vom Loot her, ne, was haben wir drin? Eine Boomer, okay. Gleich werden wir noch ein paar Mal ein bisschen Lucky 7 bekommen. Das zeige ich euch noch ganz kurz einmal so im Schnelldurchgang. Das Entscheidende ist natürlich jetzt, das Entscheidende kommt jetzt. Und zwar gehe ich hier gerade erstmal in die falsche Richtung. Wir müssen auf der anderen Seite natürlich raus aus der Geschichte hier. Und da wird es halt gut an dieser Stelle. Erstmal sieht, was ich gesagt habe, was hier an Munition rumliegt, ist Wahnsinn. Das lohnt sich richtig. Da oben aus dem Container raus und dann springen wir einmal runter. Aber nur einmal, also wirklich nur hier vorne auf die Kante, ne? Nicht zu weit springen, umdrehen, wieder hoch in die Bude und dann kommen sie wieder, die Kleinen. So, ich werde jetzt nochmal ganz kurz euch hier ein bisschen zusammencutten. Ein paar weitere Kills, dann werdet ihr sehen, das lohnt sich nicht so wirklich vom Loot her. Da würde ich dann doch eher, ja, Sister of Slaughter, nee, also Slaughter Chef machen, genau, das was ich hatte eben gerade ganz kurz nicht drin, Gemetzelschacht, den Gemetzelschacht, so richtig, so heißt das nämlich auf Deutsch, das ganze Ding, das lohnt sich, die Grabwache natürlich weiterhin lohnt sich,
Und ja, ich hoffe, dass deine Videos euch geholfen hat, euch gefallen. Wenn dem so war, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr hier einfach weiter nichts Neues. Und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.